Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. So, ich habe ein bisschen bei Nintendo geshoppt, kann man sagen. Ein bisschen Glücksspiel betrieben und habe jetzt 78 von 130 bzw. 35 Figürchen gesammelt. Ich hoffe, ich höre mich ja nicht mehr so verschnupft an, auch wenn ich es immer noch bin. So, ich wollte hier noch bei der London Farm was nachgucken. Da habe ich nämlich gestern nach der Aufnahme noch was gesehen, was interessant war. Aber das war, glaube ich, in der London Farm drin. Genau, hier. Dieser Baum. Der ist mir ja schon mal aufgefallen. Und da habe ich vermutet, dass der mit den Pegasus-Stiefeln irgendwie, ja, abfallen wird oder so. Und das ist der Fall. Tatsächlich. Hier haben wir jetzt also ein Minish-Portal. Das gibt es noch an weiteren Stellen in der Overworld, auf der Overworld. Wo genau, weiß ich nicht. Ich meine aber oben, vor dem Schloss wäre das gewesen, wo ich noch eins gesehen habe. Ist auch egal, wir werden jetzt erstmal hier gucken, was wir dann damit anstellen können. Hier können wir auf jeden Fall rein. Ich schätze mal, das wird nur für eine Belohnung gut sein, dass die hier irgendwas spawnt. Wenn wir mit irgendwem Fragmente vereinen, okay, oder auch nicht. Das gefällt mir natürlich besser, ein Herzteil. Wir dürften jetzt zwei haben. Wir haben übrigens 9 Herzen. Habe ich mal nachgezählt, aus Spaß. Ja, okay. So viel dazu. Für mehr scheint das hier auch nicht gut zu sein. Die Kühe werden mir wahrscheinlich irgendwie im Weg stehen. Ich habe doch keinen Bock, den so Ewigkeiten hinterher zu laufen hier. Falls ich mal entscheide, ihren Arsch zu bewegen, oder der geht er wieder zurück. Das scheint also wirklich der einzige Sinn von dieser Portstation hier zu sein. Oder Transformierungsstation oder was auch immer. Joa. Das wollte ich auf jeden Fall erstmal gemacht haben. Dann schauen wir mal, ob ich damit recht hatte, dass da beim Schloss was ist. Erstmal einen Weg finden. So, gehen wir hier lang. Wir können jetzt natürlich auch einige andere Orte aufsuchen, die diese komischen, ich sag mal, Türen hatten. Also diese, die man halt nicht freibomben konnte, diese Wände. Sondern halt, die halt so komisch aussahen, so beige oder sowas. So, hier ist wieder so ein Portal, sehr schön. Dann machen wir das dort direkt mal frei. Und gehen dann hier hoch. Da war so ein Riss, ne? Im Boden, genau, genau. Solche Risse sind eigentlich immer irgendwas Wertvolles. Okay, dann halt nicht. Du hast den Felsen für mich beiseite geschoben. Ach, endlich kann ich wieder nach draußen. Ja, okay. Solange wir auch direkt Fragmente vereinen können, gut. Ich habe übrigens auch festgestellt, mit dem Postboten in Heimatstadt kann man auch Fragmente vereinen. Das habe ich nämlich rausgefunden, als ich zu Nintendo gegangen bin, aber ja, das kam zu spät. Da hatte ich die Aufnahme schon beendet, deswegen habe ich das nicht mehr gemacht. Hier haben wir eine Truhe in der Geheimwelt von Davanta oder in der Ruine des Windes, genauer. Und das kennen wir ja noch ganz gut. Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen, aber ich glaube, das mache ich alles später mal. Das packe ich dann wahrscheinlich alles so in Part, werde das vielleicht zusammenschneiden, ja, bestimmt zusammenschneiden. Wie ich dann da einmal hingehe und die Sachen aus den Truhen hole oder bestimmte Gegner besiege, die da gespawnt sind. Das gab es da im Wald, im Taloria-Wald schon. Dass da ein spezieller Gegner gespawnt ist, der dann Money bringt. Da oben ist übrigens auch was gespawnt, interessant. Aber bevor ich jetzt da eine Truhe mit Geld finde, werde ich lieber mal direkt wieder nach Hyrule-Stadt gehen und gucken, ob ich hier irgendwas kaufen kann. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn ich mal wüsste, wo ich hier die Geldbörse bekomme. Weil die könnte ich durchaus gebrauchen. Kann ich das Teil mit Pfeilen abschießen? Nein. Ich habe ja immer noch das Gefühl, oh, vielleicht kann ich da irgendwie... Habe ich da schon mal was mit den Pegasus-Stiefeln versucht? Ja, habe ich offensichtlich. Oder es bringt zumindest nichts. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man da die Glocke irgendwie läuten kann. Ja, jedenfalls hier der Typ hat ja ein Glücksfragment, das haben wir uns schon angeschaut. Hier kommt offenbar noch ein Typ hin, wenn wir mit irgendwie Fragmente vereinen. Ich kann einfach mal ein bisschen rumgucken, vielleicht will ja jemand Fragmente vereinen. Die zum Beispiel. Wird so ein kleiner Sidequest-Part wieder. Da haben wir auch ein passendes Fragment. Wir haben einige Fragmente. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt heute schon machen. Harriet oder Harriet oder keine Ahnung. Sieht wieder nach Taloria-Wald aus. Wobei ich finde, dass da übermäßig viele sind bisher. Da kommen übermäßig viele Truhen und generell Schätze hin. Können wir mal auf der Karte gucken. Da sind ja alle eingezeichnet. Sieht man hier schon allein hier 8 Stück. Das ist schon 8 Stück. Wie komme ich jetzt auf 8? 4. Hier ist auch noch was. Das Ding ist nur, ich muss mir dann wirklich merken, wo ich schon war. Zum Beispiel, na, zum Beispiel hier. Die beiden habe ich schon. Aber die werden dann halt nicht weggenommen. Die bleiben dafür immer.
Was ich ein bisschen nervig finde. So, mit dem können wir noch Fragmente vereinen. Mit Till haben wir... Ach nee. Till war der Typ mit der Rotzfahne. Das war der Typ, der... Nachdem die Figur quasi benannt wurde. Till mit Freunden. Das weiß ich nicht noch. Daher weiß ich, wie der heißt. Ah, okay. Okay. Ja, da habe ich mich ja in einem der letzten Parts, ist schon ein bisschen her wahrscheinlich, habe ich mich ja gefragt, was da genau passiert, dass ich darüber komme. Jetzt weiß ich es. Aber ich bin trotzdem noch so, dass ich sage, ja, ich will erstmal mein Geld irgendwo verprasseln, bevor ich dann da was mache. Weil ich einfach Angst habe, dass da Geld drin ist und ich will einfach kein Geld verschwenden. Wir könnten noch mal zum Bäcker, da können wir auf jeden Fall Brot kaufen, aber... Der Sinn dessen entschließt sich mir auch noch nicht so ganz. Wir können zu dem Typen hier rein, okay. Hallo, willkommen in Chimaros Laden. Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft. Das sieht ein bisschen aus wie... das sieht ein bisschen aus wie das Schlummerhaus in Animal Crossing New Leaf. Also, ich glaube, das ist doch sogar so. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Ja, mach mal. Nun gut, um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ah, da gibt's auch noch irgendwas Tolles, bestimmt Herzhalt oder so. Ich ermögliche dir im Traum gegen Monster anzutreten, aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist es fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Das hört sich schon nach Herzhalt an. Nun ja, das könnte geschehen, vielleicht, möglicherweise, im Traum. Doch sei gewarnt, du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Wirst du besiegt, dann, wer weiß, was passiert. Magst du einen Kampf für 10 Rubine? Natürlich, Hauptsache wir werden unsere Rubine los. Gut, du willst es also wissen, dann beginnen wir gleich. Sieh mir in die Augen. Du wirst müde. 1, 2, 3. Der Traum werde wahr. Wir haben übrigens noch bei Nintendo ganz viele Rubine verschwendet. Der Wechselkurs ist ja quasi eine magische Muschel zu 5 Rubinen. Aber ja. Ich hatte natürlich auch da die 500 Rubine schon voll, aber ich wollte meine mysteriöse Muschel einfach loswerden. Und es war auch eigentlich ganz erfolgreich, nur ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat ein paar Figuren beim letzten Mal nicht gespeichert. Der war nämlich wieder bei 50% Wahrscheinlichkeit. Und ein paar Dingens kamen mir real vor, also nicht real, die kamen mir vor, als hätte ich die schon gehabt. Aber die Figuren hatte ich dann doch noch gar nicht. Das hat mich ein bisschen verwirrt, so. Ah, du Sack. Ja, die Dinger mag ich gar nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die heißen, egal. Und es gibt eine Truhe mit einem Herzteil. Sehr gut. Es war eigentlich ziemlich klar, dass es dafür ein Herzteil gibt, aber ich bin ehrlich, das war Puppi-leicht. Ich mag das Wort zwar nicht, aber das war einfach, nee. Das war keine Herausforderung. Ich glaube, ich habe ein Viertelherz verloren, aber auch nur durch diesen Spaß, der aus dem Boden kam, den ich nicht gesehen habe. Also das hätten sie schwerer machen können, finde ich. Und hat so einen schönen Traum, dann beehre mich bald wieder. Oh nee, ich glaube nicht, das war mir zu einfach. Vielleicht gibt es hier nochmal was, kann sein. Vielleicht aber auch nicht. So, was ist bei Schlumm? Der schläft wieder, was auch sonst. Konnte man mit dem Minish hier Fragmente vereinen? Ich weiß es nicht. Ist mir gerade aber auch erstmal wurscht. So. Die wollen alle nicht. Willst du Fragmente vereinen? Nein. Du vielleicht? Nein. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht Fragmente vereinen wollen. Das kann natürlich auch heißen, dass wir mit denen schon Fragmente vereint haben. Kannst du mir irgendwas zu diesen Broten hier sagen? Bringt zur Kasse, was du kaufen möchtest. Ja, was genau bringen die Brote denn? Ich bin doch bei der Kasse. Oder wo ist die Kasse? Bist du die Kasse? Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümel und Konditor. Ein Brot kostet 20 Rubine. Vielleicht ist ein Glücksbringer darin. Okay, machen wir einfach mal. Du hast ein Brot gekauft, das sieht lecker aus. Im Inneren war ein Glücksfragment verborgen. Ja, die Glücksbäckerei. Okay. Das heißt, darin scheinen Fragmente drin zu sein. 30 Rubine, auch da ist ein Glücksbringer drin. Gut, ich meine, Glücksfragmente können wir gebrauchen, deswegen kaufen wir das einfach mal. Werden wir gleich unsere Rubine los. Also es ist eigentlich positiv. Dann bekommt ihr immerhin was dafür. Vielleicht auch immer seltenere Fragmente, kann sein. Diesmal war nichts drin. Betrug! Zeig dich an! Okay, auf jeden Fall sehr interessant, dass man hier drin Glücksfragmente finden kann. Und auch wieder nichts, toll. 150 Rubine, mehr oder weniger, aus dem Fenster geschmissen, aber egal. Moment, der Laden ist jetzt auf, der war vorher noch nicht auf. Da stand vorher einer vor. Ah, ja, das ist, ich weiß nicht mehr, den Vornamen heißt, das ist auf jeden Fall der Bruder von Nintendo. Den habe ich nämlich als Figur schon bekommen. Wer bist du? Jetzt geht's los, ich bin schon ganz kribbelig. Okay. Du warst, Truhenlotterie war das, glaube ich, oder?
Ernst hieß der. Ernst Nintendo heißt der. Oh, mein Kunde. Warum ich einen Glücksspielsalon habe? Weil man beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ach so. Kleine Anekdote am Rand für Glücksspiel. Ich habe einen Adventskalender mit Rubbellosen gehabt. Also 24 Rubbellose. Ja. Und ich habe insgesamt, ich glaube, 4 Euro gewonnen. Wahrscheinlich hat er mehr gekostet. Weil jedes einzelne Los hat 50 Cent gekostet. Ja, schon bitter. Also manchmal gewinnen können. Das betont er schon richtig. Jedenfalls, ein Spiel kostet 10 Rubine. Und du willst bestimmt probieren, obwohl du nicht weißt, was du gewinnst, oder? Es ist besser, du lässt es. Ja, das ist aber kein gutes Marketing, wenn du hier sagst, ja, lass es besser. Nee, ich probier's trotzdem. Vielleicht ist es ja gerade dieses umgekehrte Marketing und der kann's gar nicht glauben. Ach so, ja, dann kann man dir auch nicht mehr helfen, du Wahnsinniger. Naja, dann treffe ich mal die nötigen Vorbereitungen. Ja, dann kommen wir durch den inneren Eingang durch. Okay, what the fuck? Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte deines Einsatzes. Okay, nehmen wir die hier. Hab Pech gehabt. Das ist das nun mal in meinem Glücksspiel. Lass dich nicht so tief in die Sache reinziehen. Vielleicht nimmst du das zum Anlass dafür, ganz aufzuhören? Nein, bestimmt nicht. Diesmal hast du leider nichts gewonnen. Aber man darf nie denken, beim nächsten Mal mache ich bestimmt einen Reibach. Der Mensch sollte vernünftig bleiben. Komm lieber nicht mehr hierher. Ja, Vernunft. Ist klar. Diesmal gewinne ich bestimmt mehr. Diesmal gewinne ich bestimmt einen Reibach hier, komm. Mach mal direkt nochmal hier. Du musst das Geld wieder rausholen. Ja. Ich find's geil, dass er uns dieses Denken austreiben will. Ich finde das cool gemacht auf jeden Fall. Wir nehmen nochmal die Rechte. Weil ich Link hasse. Wow. Du hast 20 Rubine gewonnen, blablablub. Ich würde es nicht tun, aber möchte seinen Einsatz nochmal einsetzen. Überlegst dir gut. Ich mach's. Oh, nun gut. Wenn du bereit bist, öffne wieder eine Schatztruhe deiner Wahl. Ich nehme wieder rechts. Herzlichen Glückwunsch, du hast 40 Rubine gewonnen. Ja, ja, komm. Wir spielen bis zum bitteren Ende. Nein, alles verloren. Wie konnten sie nur 100.000 Euro, 100.000 Dollar an einem Abend ausgeben? Okay. Ich glaube, das war's erstmal. Ich weiß nicht, ob man hier ein Herzteil oder was Bestimmtes, also Besonderes kriegen kann, aber... Ja, Moment. Ich würde gerne mit dem Postboten reden. Hallo, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hallo. Du sollst stehen bleiben. Der Sack. Gar nicht so leicht. Ja, dann stehen die Tussen mir auch noch im Weg rum, Mensch. So, danke. Okay. Ist also gar nicht so schnell, gar nicht so schnell, doch, schnell ist er halt. Gar nicht so leicht aufzuhalten. Ja, braucht man schon ein bisschen... Ah. Okay, das scheint gut gewesen zu sein, sehr gut. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus bitten, ein Buch zu schreiben. Damit wir stärker werden und ihr Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten. Weilfried wird mir helfen müssen. Weilfried. Ich weiß nur, dass das irgendeiner Eilfried heißt. Und ich glaube, Eilfried ist der Postbote, aber ich weiß es nicht genau. Stadtheim. Ja, ja. Hast du noch was? Nein. Gut. Mich würde mal interessieren, ob der orientalische Typ noch da ist. Ja, der ist ganz weg, ne? Nee, der ist immer noch da. Okay. Okay. Das heißt, ich hätte die Quest auch jetzt noch machen können. Mit Opa Gaston. So, wir gucken aber erstmal, was der jetzt hier hat. Wahrscheinlich hat der... Okay, der ist fair. Guten Tag. Hier kann man die Magnus-Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteurer zum Sonderpreis von nur 200 Rubinen. Heilige Kacke. Ja, okay, mach ich mal. Vielen Dank für deine Bestellung. Es müsste bald da sein, also frag an und ab mal... ab und an mal bei uns nach. Okay, ist noch nicht da. Okay, ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, der Magnus bringt uns einfach eine neue Schwerttechnik jetzt bei. Vielleicht müssen wir dem die auch bringen und dann tut er das, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir werden die Sache auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal zu dem hingehen. In der Hoffnung, dass er es vielleicht doch schon hat. Und gleichzeitig auch, um zu gucken, ob der vielleicht Fragmente vereinen möchte. Weiß ich nämlich nicht. Nein, möchte er nicht. Nanu, diese Stiefel! Und du bist noch geschickter geworden! Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren! Bist du willens, bei mir zu trainieren? Jawohl. So sei es. Ich werde dich die Technik des Ausfalls lernen. Erstens, werde zur Telekom. Zweitens, lass das Internet ausfallen. Oder zieh die Pegasus-Stiefel an, das kannst du dir auch überlegen. Und dann musst du dich mit einem Schwert ausrüsten. Lauf los! Halte den Knopf für die Pikachu-Stiefel gedrückt. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Ich habe nicht wirklich zugehört, um ehrlich zu sein. Sehr gut. Du bist ein aufgewecktes Kind.
Es ist egal, da fällt der Knöpfe, wenn du das Schwert oder die Pegasus-Stiefel legst. Doch Schwerttechnik muss man mit dem eigenen Körper trainieren. Und ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Marionette nun sei, den Spruch kennen wir mittlerweile schon. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus, sehe und staune. 1, 2, 3 Marionette nun sei, bla, blub, blub, blub. Ja. Wir wissen Bescheid. Was hat das jetzt gebracht? So, nun versuche selbst. Moment, vielleicht können wir jetzt. Ich glaube, das ist wie in Link to the Past. Richtig? Sehr gut, ich bereichere diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine weitere, falls du eine Schwerttechnik verlernen solltest oder vergessen solltest, dann kannst du dort nachschauen. Attackiere mit der Schnelligkeit des Windes. Okay. Geil. Es scheint tatsächlich wie in Link to the Past zu sein, dass man jetzt die Gegner töten kann, während man rennt. Das finde ich auf jeden Fall sehr geil. Kann ich vielleicht auch was mit den Grabklauen machen? Ich schätze mal nicht, aber ich weiß nicht, ob man das dafür ausgerüstet haben muss. Das Item. Ah, hoch und weit springen. Okay, damit wird der. Ich sag noch nichts. Ich weiß, was für ein Item damit gemeint ist, aber ich weiß nicht. Ich sag's nicht, so. Möchte ich eigentlich gleich mal ausprobieren, die Technik. Aber ich habe jetzt hier leider gerade keinen Gegner. Gab's noch ein Haus, wo wir nicht rein konnten vorher? In das konnten wir doch vorher nicht rein, oder? Da können wir auch immer noch nicht rein. Okay. Ich glaube, im nächsten Part widmen wir uns jetzt wirklich mal den Hühnern. Ich habe das ja bisher eigentlich nur gemacht. Also nicht gemacht, weil ich die Pegasus-Stiefel nicht hatte. Jetzt habe ich sie. Und beim letzten Mal habe ich mir gedacht, ja, ich habe aber meine Rubine voll. Und dann kommt hier bei der Rubine, bei Andrew. Oh, die will auch am Ende vereinen. Das machen wir direkt mal. Zum Ende des Parts. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann ein bisschen Hühner sammeln bei Andrew. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Wie wir uns da anstellen werden. Weil ich erinnere mich, das war ziemlich, ziemlich kacke. Und für mich sogar die beschissenste Quest im ganzen Spiel. Der Wurm wird auch wieder ordentlich Geld bringen. Okay. Gut. Und wie wir den Geist vertreiben, kann ich den. Ich hab schon mal versucht, ihn wegzusaugen, oder? Ich meine, den anderen habe ich doch auch weggesaugt bei Opa Gasto. Aber den kann ich offensichtlich nicht wegsaugen. Vielleicht verschwindet er auch einfach irgendwann. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch eigentlich völlig egal. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part jo, mit Andrew spielen und ihren Hühnern. Und mich würde interessieren, ob die auch in diesem Teil allergisch gegen die ist. Bei Ocarina of Time war sie das. Ist aber auch egal. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.